Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin Patty von kartinvestor.de und heute öffnen wir pünktlich zum Release das nagelneue Yu-Gi-Oh! Set Hidden Arsenal Chapter 1. Ich habe hier ein englisches Display mitgebracht und ihr seht schon, das ist kein reguläres Display, sondern ein riesen Karton, Leute. Wir können hier einige ikonische Karten ziehen, wie den weißen Drachen mit eiskaltem Blick, schwarzen Magier, Rotaugendrache und so weiter. Außerdem gibt es eine coole neue Seltenheitsform. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze jetzt einfach, Leute. Und ich wollte euch nochmal dran erinnern, am Sonntag findet wieder unser Livestream bis in die Puppen statt. Das heißt, wir werden alle möglichen Produkte von Pokémon und Yu-Gi-Oh! Öffnen. Ihr könnt euch natürlich dafür einkaufen. Der Link ist in der Beschreibung. Ihr könnt aber auch während des Streams ganz entspannt noch einkaufen. Also Leute, wie immer, einfach einschalten. Es wird wieder ein legendärer Tag. Das Set wird natürlich auch vertreten sein. Wir haben hier insgesamt 8 solcher Boxen drin. Ich wechsle jetzt mal die Kamera und dann schauen wir einfach mal rein. So Leute, Gengar ist natürlich als kleiner Glücksbringer wie immer mit dabei. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier auch wieder einen Würfel drin, genauso wie in Legendary Duelist Season 1 und 2. Wir kennen das schon. Allerdings hat sich die Verpackung ein bisschen geändert. Also es erinnert mehr an Maximum Gold Eldorado, oben unten versiegelt. Und den Würfel kann man diesmal nicht erkennen. Ich habe das Ganze jetzt hier schon mal geöffnet. Und so sieht der Spaß aus. Auf jeden Fall wieder maximaler Plastikmüll leider. Aber so ist das halt nun mal. Das können wir schon mal wegschmeißen. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen Würfel. Ich weiß nicht genau, ist das der Cyber-Enddrache oder? Okay. Dann haben wir hier leider nur 2 Packs, dafür aber dicke Packs drin. Und wir haben hier irgendwas drin. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier sein soll. Moment, das muss ich mir einmal reinziehen, Leute. Das ist wieder maximal unnötig, Leute. Also wieder, weiß ich nicht. Okay, also keine Ahnung, paar Tipps oder was auch immer, Leute. Das ist ein bisschen oldschool, muss ich zugeben. Also es ist schon irgendwie cool, aber es ist halt einfach unnötiger Müll, muss man einfach sagen, Leute. Und dann kommen wir mal zum... Achso, wir haben hier erstmal die Promokarte. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Schönen Secret Rare, unnormal sealed, Leute. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum ersten Pack. Also soweit ich weiß, ist zurzeit die beste Karte, die man ziehen kann, Skillgrain. Die ist gerade in der Bannliste auf 3 gegangen, also die mischt das im Meta ordentlich auf, Leute. Und wir haben ja allgemein extrem viele Reprints drin. Aber auf jeden Fall coole und ikonische Karten, so wie der hier, rotäugiger, finsterer Metalldrache. Den kann man auf jeden Fall feiern. Neos ist auch nicht schlecht. Wir haben hier viele Eisbarriere-Karten, die waren halt damals auch drin. Naturia, Barkion in der neuen Seltenheitsform. Und dazu kann ich nur sagen, es erinnert extrem an Dual Terminal, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt, beziehungsweise sowas schon mal gesehen habt. Sieht sehr cool aus. Also das kann ich auf jeden Fall feiern. Dann haben wir hier den Lava Golem. Auch zurzeit sogar eine gute, coole Karte. Gefällt mir sehr gut. Also es sieht nicht billig aus, Leute. Also viele von den neuen Seltenheitsformen gefallen mir überhaupt nicht. Aber das kann ich feiern. Cherries haben wir hier. Und das war's schon an den Ultra Rares. Okay, Leute. Also die Reprints, muss man ehrlich sagen, sind relativ schwach. Also wir haben jetzt hier nicht die besten Karten, Leute. Bis auf wirklich wenige gute Karten. Was ich aber auf jeden Fall ziehen will, ist einmal das alte Trio. Also weißer Drache, schwarzer Magier und Rotaugendrache. Da sehe ich mich drin. Auch sowas ist auch cool. Schade, dass das nicht Ultra ist. So, Leute. Oh, nächtlicher Angreifer. Wow. Das ist ein extrem guter Reprint, Leute. Ich habe mir die Setliste nicht komplett angeguckt. Das ist ein richtig guter Reprint. Viele werden es nicht kennen, aber es gibt das Gold-Format. Da ist das eine absolut wichtige Karte. Und den gibt es halt, also bis jetzt ist Highrare halt, wird auch immer Highrare bleiben. Super Rare aus dem super alten Champions Pack. Die Karte ist unbezahlbar. Und dann wird man jetzt diese Karte hier brauchen, damit man das alte Deck in schön spielen kann. Das ist eine sehr gute Karte. Cyberdrache ist auch nicht von schlechten Eltern. Das ist eher uninteressant. Und das war schon die erste Box, Leute. Aber der Night Assi ist eine richtig gute Karte. Also das ist auch eine Karte, die auf Dauer nur teurer werden kann, Leute. Davon könnt ihr auf jeden Fall euch ein paar gönnen. Die haben extremes Potenzial. Einfach nur wegen dem Gold-Format, Leute. Da kann man nichts falsch machen, ich sag's euch. So, ich habe jetzt einmal alle Boxen geöffnet, damit ihr mir da nicht zugucken müsst, Leute. Da gehen wir jetzt gleich nochmal in Ruhe durch und können ganz entspannt öffnen. Das waren erstmal alle Würfel, die ich gezogen habe. Und wie es aussieht, haben wir von jedem einen, Leute. Gerade der dunkelblaue hier,
Die sehen echt cool aus. Also die erinnern auf jeden Fall stärker an die YCS-Würfel. Gefällt mir auf jeden Fall gut, Leute. Und ich mache es natürlich wie immer, Leute, dass ich am Ende kurz auf das Set eingehe, was ich davon halte, ob sich das lohnt und so weiter. Ich mache es halt beim ersten Display immer so, dass ich mir das Set nicht groß vorher anschaue, dass ich halt meinen Spaß dabei habe. Dabei bilde ich mir dann erstmal meine Meinung, so wie jetzt gerade. Und dann im Stream und in den nächsten Videos, dann kommt meine endgültige Meinung zu dem Set. Und auf jeden Fall kommen wir gleich dazu, Leute. Erstmal ein bisschen ziehen. Oh, das ist auch eine legendäre Karte. Richtig wenige Reprints hat die einfach nur. Naturia Beast, auch eine sehr schöne Karte. Die gibt es aber schon in Dual Terminal. Kann ich mich noch dran erinnern. Wir haben noch keine weißen Drachenkarten oder sowas gezogen. Keine Vanilla, meine ich. Komm, Baby. Let's go. Geflügelter Kuribo. Also ich merke schon, dass es auf jeden Fall ein Set ist für Leute, die einfach lange nicht mehr gezockt haben und einfach ein bisschen was öffnen wollen. So, komm, Baby. Der ist auch krass. Cyberdrache ist immer schön. Naturia Fruchtfliege. Mann, Mann, Mann. Was ist hier los, Leute? Oh, Mann. Also die Reprints sind wirklich nicht gut. Also... die Karten sind einfach nicht gut. So, das ist die zweite Promo. Bewaffneter Drache. Der bewaffnete Drache. Okay. Komischer Name auf jeden Fall. Mal gespannt, wie der dann auf Deutsch heißt, Leute. Waboku. Wow, das ist eine legendäre Karte. Die habe ich damals in meinem ersten Deck gespielt, Leute. Das ist so lange her. Ich weiß es noch ganz genau. Harpyon Lady. Okay. Oh, der Rotaugendrache, leider in dem anderen Artwork. Schade, das andere hätte mir besser gefallen. So, Card Trooper. Junge, Junge, auch coole Karte. Okay, also die Commons sind wirklich nicht gut, muss man einfach sagen. Deep Sea, oh Mann, Repeteur, keine Ahnung, sind da drei T's? Ne, da ist ein I zwischen, keine Ahnung. Tiefseekarte kann man nur mit Deep Sea lieber holen. Auf jeden Fall auch interessant für Nixon-Rüstung-Deck. Kann man feiern. Ich mag Wasserkarten eigentlich sehr gern. Habe ich eine lange Zeit gezockt. Boah, der sieht cool aus. Richtiger Flausch, Leute. Richtiger Flausch. MST am Start. Sieht sogar Weltklasse aus. Und der weiße Drache mit eiskaltem Blick, Baby. Den wollte ich haben. Nebelraupe oder so. Boah, der weiße Drache ist ganz wild. Das ist richtig, der sieht wirklich genauso aus wie Dual Terminal, Leute. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, aber gefällt mir richtig gut. Jetzt noch den schwarzen Magier, dann bin ich zufrieden. Skill Game muss ich nicht unbedingt haben, Leute, obwohl es bestimmt cool aussieht. Aber ich sag's euch, wie es ist. Der weiße Drache, den nehme ich gerne mit. Okay, Baby, let's go. Ein paar Packs haben wir auf jeden Fall noch. Also ein Display hat halt 16 Packs nur. Feindkontrolle. Der weiße Drache mit eiskaltem Blick, Baby. Da sehe ich mich drin. Da müssen wir jetzt noch einen ziehen. Scheinbar ist er nicht so selten. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber wenn wir jetzt noch einen ziehen, freue ich mich natürlich extrem, Leute. Drei weiße Drachen. Da sehe ich mich absolut drin. Formelsynchron ist die nächste Promo. Nehme ich auch gerne mit. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt eine Promo sein muss. Ich meine, gibt es schon in Secret Rare aus Legendary Collection 5Ds, glaube ich, war das. Finde ich immer blöd, wenn es Karten zweimal in der gleichen Seltenheitsform gibt. Der Schmetterling. Naturia Exterior. Nein, das ist eine schöne Karte. Die liebe ich jetzt schon, Leute. Und der schwarze Magier, Baby. Also alle meinen richtige Schrottsets und so weiter. Viele haben das nicht mal vorbestellt, als sie die Liste gesehen haben. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Es wird nicht das Money-Set sein. Es macht auch wie. Also, ich habe gerade meinen Spaß dabei, das seht ihr bestimmt. Aber es wird nicht das Money-Set sein. Aber mal ein Display aufzumachen oder ein paar Boxen davon, einfach aus Spaß, Leute. Man darf niemals immer nur dieses Plus im Kopf haben und so. Man muss auch seinen Spaß dabei haben, Leute. Und ich glaube, das Set macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, einen weißen Drachen ziehen macht immer Spaß. Der schöne Kuribo. Komm, Baby. Apex und Trishula. Eine millionster Reprint der Karte, aber ist okay. Ich muss aber ehrlich sagen, das mit den Commons finde ich wirklich nicht gut. Ich vergesse, wie die Karte auf Deutsch heißt. Aber ist auch eine coole Karte. So, Goyo-Wächter, das ist auch ein wichtiger Reprint. Komm, Baby. Buster Blader. Paar coole Karten sind drin, Leute. Was soll ich euch sagen? Gungnir. Dunkler Paladin, okay. Und Bryonek, auch coole Karte. Den dunklen Paladin nehme ich auch gerne mit.
Der dreiköpfige Ultradrache wäre ganz wild. Boah, ich will noch einen weißen Drache ziehen, dann geht's mir gut, Leute. Komm, Baby. Ah, also, ich hätte ehrlich gesagt, weil alle haben so schlecht von dem Set gesprochen, ich war wirklich nicht mehr so gehypt, aber weil ein weißer Drache drin war, ist es mir im Endeffekt egal, da mache ich natürlich was auf. Aber es macht schon Spaß. Es ist halt einfach, man kann halt nicht viel mit den Karten machen, also fürs Metagame. Rotaugendrache nochmal. Card Trooper. Und die schöne boah, wer ist das? Wow, ist der cool. Oh, ein paar coole Karten sind drin. Den kenne ich auch noch, Leute. Das war eins der ersten Synchro-Monster so. Auch ganz wilde Zeit früher gewesen. Einfach eine wilde Zeit. Und nochmal eine Dragoonity-Karte. Ist okay. Ist bestimmt auch eine gute Karte. Meistens ist es bei diesen komischen Sets so, bei diesen Special Editions, dass die Promokarten relativ gut sind. Also ein paar davon auf jeden Fall. Da müssen wir erstmal abwarten. Die Preise jetzt sind natürlich noch nicht ernst zu nehmen. MST und dahinter der weiße Drache. Nein, wirklich mit Ansage, Baby. Wir haben drei weiße Drachen gezogen. Ganz wilde Nummer einfach. Und die schöne Erdbeere, Leute. Die Naturia-Karten sind ganz wild. Also die sehen so cool aus. Also mein Ziel ist erreicht, Leute. Ich habe das Set jetzt schon durchgespielt. Also ich kann mich nicht beschweren, Leute. Alles egal. Also das ist... Also nach dem weißen Drache definitiv meine Lieblingskarte, Leute. Die schöne Fusion in einem legendären Serien-Artwork. Ein paar Packs haben wir sogar noch übrig. Bis jetzt noch kein Skill-Graden. Aber ist auch egal, Leute. Ich brauche die Karte eh nicht. Von daher einfach mal noch einen weißen Drache ziehen. Und Skill-Graden, Baby. Wenn man es nicht will, dann kommt es natürlich, Leute. Das ist umgekehrte Psychologie. Aber let's go. Müssen wir uns einmal anschauen. Bis jetzt gab es Skilldrain, also Skilldrain Highwear war halt Ultraware aus einem Turbo-Pack, also sowas, die Turnierpacks halt, wer das nicht kennt. Ist natürlich auch jetzt extrem teuer geworden und das hier sieht einfach noch besser aus, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Die Seltenheitsform können die gerne beibehalten, gefällt mir sehr gut. Hier haben wir nochmal eine Promokarte und wir haben noch 3-4 Packs. Und wir haben jetzt schon so gut wie alles gezogen in einem Display. Also ich habe jetzt schon alles gezogen, was ich haben wollte. Ich weiß noch nicht, was es noch alles vielleicht gibt, aber ich bin schon super zufrieden. Komm, Baby. So. Ah. Sehr schön. Ich habe heute sehr viel gearbeitet, fast ohne Pause. Und das ist natürlich immer sehr schön, wenn man am Abend so auf ganz entspannt ein schönes Display killt. So lässt es sich auf jeden Fall leben, Leute. Komm, Baby. Eine schöne Karte noch. 2 Packs haben wir noch. Und der Elementarheld Flammflügelmann, Baby. Und Dark Paladin. Und den kenne ich nicht. Aber diese Karten, Alter. Die Naturia-Karten geben mir komplett die Vibes, Alter. Ich sag's euch, wie es ist. Also ein Paladin ist auf jeden Fall nice. Habe ich früher immer sehr viele von gesammelt. Aber Flammflügelmann fühle ich auch. Also, meine Meinung ist jetzt schon eigentlich ziemlich klar, Leute. Dazu kommen wir jetzt gleich noch. Wir haben hier noch ein Pack. Hier ist noch die letzte Promokarte. Peilabend-Dragon. Hatten wir nur einmal. Ist auf jeden Fall auch cool. Ich glaube, bewaffnete Drachen sind auch sehr, sehr ikonisch, Leute. Neos. Letzte Pack übrigens, Leute. Danach nochmal kurzes Fazit. Und Buch des Mondes. Auch cool in der Seltenheit. Nehme ich gerne mit. Finde ich schön, die alten Reprints. Ich bin ein leidenschaftlicher Goat-Spieler. Daher freue ich mich immer über sowas. Aber jetzt mal kurz zum Fazit, Leute. Wir haben 3 weiße Drachen gezogen, 1 Skill-Raiden. Ich bin mehr als zufrieden. Also ich wäre auch zufrieden gewesen, wenn ich nur einen weißen Drache gehabt hätte. Aber 3 Stück, Leute. Und die schöne Polymerisation. Jetzt noch den dreiköpfigen, dann wäre das Ganze komplett, Leute. Was soll ich euch sagen? Auf jeden Fall, was kann man zu dem Set sagen? Es ist definitiv kein Money-Set, also da viel aufmachen lohnt sich auf jeden Fall nicht. Es muss einfach nur Spaß machen, Leute. Also ich kann euch nur empfehlen, holt euch ein Display oder ein paar Boxen, einfach ein bisschen was zum Spaß öffnen. Das ist jetzt auch nicht so ein Set, was ich unbedingt großartig sammeln würde, OVP. Man muss erstens auch bedenken, dass die Boxen extrem groß sind, also... Die sich wegzupacken, nimmt wirklich viel Platz weg. Und ich gehe auch nicht unbedingt davon aus, dass die eine extreme Wertsteigerung in Zukunft erfahren werden. Es kann natürlich immer sein, dass Promokarten daraus gefragt werden, beziehungsweise dass 1-2 Karten in dem Set steigen. Aber trotzdem sehe ich da nicht so das extreme Potenzial. Die Holoform gefällt mir auf jeden Fall gut. Es macht Spaß. Ein paar schöne Karten sind dabei.
ich würde euch auf jeden Fall eher empfehlen, holt euch ein bisschen was zum Spaß öffnen und ansonsten die Einzelkarten, da kommt ihr auf jeden Fall besser bei weg. Und auf jeden Fall, das wäre es erstmal von mir für heute, Leute. Und am Sonntag geht's wieder los, Leute. Wir starten hier wieder unseren Livestream auf YouTube. Ihr könnt euch dafür einkaufen, der Link ist in der Beschreibung. Es wird alle möglichen Produkte geben, Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange es diesmal gehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall, das Studio hier richtig auszunutzen. Leute, es macht extrem viel Spaß mit euch. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo und ein Däumchen da. Wir werden auch wieder Highlight-Videos dann machen und so weiter. Ich habe jetzt vor kurzem das erste Highlight-Video aus dem letzten Stream geschnitten. Schaut euch das gerne nochmal an, Leute. Und wenn irgendwas los ist, Leute, einfach fragen. Ab in die Kommentare damit oder fragt es mich live beim Stream am Sonntag. Ich bin für alles offen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.